Top aktuell und auf den Punkt gebracht. Die Sport1 News. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben die wichtigsten Sportmeldungen des Tages für Sie. Los geht's hiermit. Die Laureus World Sports Awards 2016, quasi die Oscar-Verleihung des Sports. Dieses Jahr gab sich die Sportprominenz erstmals in Deutschland die Klinke in die Hand. Von Formel 1-Star über die Tennisprominenz bis hin zum Who is Who der Fußballbranche, alle waren sie gekommen. Hollywood-Star Bill Murray und Kate Abdo führten launig durch den Abend. Still wurde es im Saal erst bei der emotionalen Rede von Cordy Cruyff, der den Preis unter Tränen für seinen verstorbenen Vater Johann entgegennahm. And as a son, I can only say I'm so proud of who he was and what he did. Thank you for that. Alle Informationen von den Laureus World Sports Awards und vom roten Teppich bekommen Sie heute um 19.30 Uhr in der neuen Sport1-Sendung VIP-Loge. Up to date bleiben Sie mit uns in der Sport1-App und auf sport1.de. Da gibt es Sportnachrichten 24/7 und bei uns jetzt den Newsflash. 1860 entlässt Müllmann. Der TSV 1860 München hat die Reißleine gezogen und seinen Trainer Benno Müllmann entlassen. Im Oktober kam der 61-Jährige noch als Hoffnungsträger für Thorsten Fröhling nach München. Daniel Birovka soll den krisengeplagten Zweitligisten nun vor dem Absturz retten. Der 37-Jährige übernimmt zusammen mit dem bisherigen Assistenten Kurt Kovac die Verantwortung bis Saisonende. Das neue Trainergespann soll bereits am Freitag gegen Braunschweig die Wende einleiten. Jobgarantie für Schubert. Auf der Jahreshauptversammlung hat Gladbach-Sportdirektor Max Eberl jeder Trainerdiskussion um André Schubert eine klare Absage erteilt. Schubert habe nach Lucien Favre einen neuen Ansatz gefunden. Er lasse aktiv und offensiv spielen und bringe die Mannschaft weiter. Aber ein neues System brauche eben auch seine Zeit. Und die werde er bekommen, erklärte Eberl der Bild-Zeitung. Nach den bitteren Pleiten gegen den Tabellenletzten Hannover sowie Ingolstadt war der Gladbach-Coach in den Fokus der Kritik geraten. Schubert hat bei den Fohlen einen gültigen Vertrag bis 2017. Kießling Leverkusener auf Lebenszeit. Bayer 04 Leverkusen hat den 2017 auslaufenden Vertrag von Stürmer Stefan Kießling vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Der Torjäger unterzeichnete den Kontrakt am Dienstagmorgen. Für Stefan werde immer und jederzeit eine Tür in Leverkusen offen stehen. Er und Bayer 04 gehörten einfach zusammen, betonte Geschäftsführer Michael Schade. Zudem einigte man sich mit Kießling auf eine weitere Zusammenarbeit nach Beendigung seiner aktiven Spielerkarriere. Welcher Art, das werde man noch sehen, erklärte Schade. Löw glaubt an VfB-Verbleib in der Bundesliga. Nach der bitteren Pleite gegen den direkten Konkurrenten FC Augsburg rutscht der VfB Stuttgart wieder in die Gefahrenzone des Tabellenkellers. Bundestrainer Joachim Löw ist sich aber sicher, dass das Team von Jürgen Kramny die Klasse halten wird. Der VfB hat schon auch in einigen Spielen gezeigt, wie gut sie eigentlich sein können. Ja, sie sind in diesem Jahr nicht so konstant, vielleicht auch, wie die letzten Jahre auch nicht, aber die Klasse halten sie, weil viele gute Spieler, vor allen Dingen auch in der Offensive und ich mache mir über den VfB keine Sorgen. Aktuell rangiert der VfB auf Rang 15. Nur zwei Zähler trennen die Schwaben vom Relegationsplatz. Am Samstag gastiert Borussia Dortmund in der Mercedes-Benz Arena. Das war's von den Sport1 News. Ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder mit dabei sind. Bis dahin, ciao. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.